So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe letztens berichtet von einem EP-Bug, wenn man es so nennen möchte. Die Leute auf Facebook, die glauben einem natürlich wieder kein Wort. Die Leute aus meiner Pokémon Go Community haben mir aber trotzdem unter das Video Berichte gegeben von ihren negativen Erfahrungen und gesagt, das kenne ich, das war bei mir auch schon. Einer hat sich bei mir gemeldet, das war der Dully Squad und der hat gesagt, er hat einen kleinen Trick, wie ihr diesen EP-Bug umgehen könnt. Ich will euch aber erst nochmal zeigen, um was es geht. Ich habe jetzt ein Glücksei laufen und ich möchte diesen Account ja eigentlich hochleveln, deswegen mache ich dann immer ein paar Geschenke auf, habe mir extra die Level 1 Aufstiege gesammelt. Ihr seht, das sind immer noch 15 Freundschaftsanfragen da. Wir gehen jetzt aber mal hier auf die Leute, die ein Geschenk geschickt haben für Stufe 1. Normalerweise würde ich ja jetzt hier das Geschenk öffnen, würde dann zurückgehen. Ich habe mein Aufbewahrungslimit ist erreicht. Gut, das denken wir uns jetzt mal weg. Das ist der Vorführeffekt. Das hauen wir alles weg. Das hauen wir auch weg. Wir öffnen ja normalerweise das Geschenk. Wir bekommen 3000 Euro für Level 1 Aufstiege. Seht, das ist aufgestiegen. Wir bekommen 3000 Punkte dafür. Mit Glücksei bekommen wir 6000. Wenn wir jetzt zurückgehen, müsste euch das angezeigt werden am oberen Bildschirmrand, plus hier unten müssten die 6000 Punkte erscheinen. Wie ihr seht, passiert einfach nichts. Und jetzt hat mir der Dully Squad einen Tipp gegeben, ich muss einfach nur auf meinen Homescreen zurück, die App im Hintergrund laufen lassen, wieder auf die App und schon seht ihr plötzlich, boom, gute Freunde, 6000. Und jetzt kommen wieder Benachrichtigungen rein. Wenn keine Benachrichtigungen mehr kommen, macht ihr das gleiche wieder. Ihr geht auf euren Homescreen, ihr drückt wieder in die App. Boom! Es kommen wieder Benachrichtigungen. 6000 Punkte. Und das Ganze ist wirklich so lustig. Ich habe mich mit Niantic die ganze Zeit gestritten und rumgeärgert. Ich mache jetzt einfach mal hier noch ein paar Geschenke auf, um euch das zu zeigen. Wir haben hier den Karsten, wir haben hier Jomro. Denn ich habe am ersten Tag wirklich Glücksei angemacht, habe 30 Geschenke geöffnet und Niantic schreibt mir wirklich zurück, wir haben dein Konto überprüft, du hast alle Erfahrungspunkte bekommen, die dem Konto zustehen. Ich habe nichts bekommen, gar nichts. Das Glücksei ist eine halbe Stunde gelaufen, ohne dass ich irgendwas bekommen habe. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt leider nicht mehr hier drin habe. Wir merken uns aber auf jeden Fall mal den Karsten und den Jomro gehen zurück. Und die müssten ja eigentlich jetzt auftauchen. Karsten und Jomro. Ihr seht aber, was passiert? Nichts. Ich könnte 19 Minuten lang warten, es passiert nichts. Und dann sagen die mir, doch, die Punkte wurden dir auf jeden Fall gut geschrieben. Das haben die am 24. gesagt. Das haben die am 25. gesagt, am 26. Ich habe dreimal die Eier verballert. Ich habe mich gar nicht getraut, in die App zu gehen. Immer wenn ich in die App rein bin, habe ich direkt ein Glücksei angemacht, weil ich dachte, vielleicht mit der nächsten Aktion, die die machen, kommen dann die Punkte, aber auch nichts. Wenn ich jetzt aber in mein Home-Menü gehe und drücke wieder auf die App. Oh, Lustmolch, gute Freunde. Mit dem bin ich schon vor 3 Tagen aufgestiegen. Habe aber keine Punkte bekommen. Jetzt bekomme ich die Punkte. Ihr seht, ich gehe raus auf den Homescreen, ich bekomme die Punkte. Jetzt bekomme ich die Punkte, die laut Niantic ich ja schon permanent auf meinem Konto hatte, die mir schon längst gut geschrieben sind. Und es ist komisch, es ist umständlich, ich verstehe es selber nicht, aber ihr seht, ihr drückt, ihr macht weiter. Jetzt sind wir bei Stierfrau, die habe ich vor 2 Tagen, bin ich mit denen schon aufgestiegen. Die kommen jetzt erst rein. Und wenn es nicht weitergeht, geht ihr wieder raus, wieder auf den Homescreen und ihr seht, da kommt der Nächste und der Nächste. Ich verstehe es nicht, wenn das kein Bug ist, dann weiß ich wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und wer levelt denn so, dass ihr immer auf euren Homescreen müsst und müsst wieder in die App und müsst wieder auf den Homescreen und müsst in die App? Normalerweise müsste beim Öffnen das danach flüssig euch angezeigt werden. Niantic hat sogar gesagt, nur bei Superfreunden kriegst du eine Animation und die normalen Freunde werden im Hintergrund gezählt. Ist doch Quatsch, ich bin doch nicht bescheuert. Ich weiß, bei Superfreunden kommt ein riesen Bildschirm da, ihr seid jetzt Superfreunde.
Aber das ist doch auch eine Animation, wenn oben steht, Boom, Stufe 1 und unten, Boom, 6000 Punkte. Das ist für mich eine Animation. Das zählt doch nicht im Hintergrund. Es zählt erst dann, wenn die Punkte wirklich dastehen. Und ihr seht, ich habe die jetzt nicht aufgemacht. Die kommen aber jetzt rein, von den vergangenen Tagen noch. Jetzt ist Carsten da. Und Carsten wäre nicht gekommen, wenn ich nicht in den Homescreen gehen würde. Jomro ist jetzt auch da. Der ist mit Carsten zusammengekommen. Ich habe jetzt die Punkte bekommen. Ich war die ganze Zeit Level 23. Habe gesagt, bin Level 24 aufgestiegen. Wollte dann 30 Geschenke aufmachen. Ich habe keine Punkte bekommen. Und die Leute haben gesagt, ach, wahrscheinlich hast du dein Glücksei vergessen oder du hast gar keine Geschenke aufgemacht oder du lügst doch, du laberst, aber das ist der Beweis, das wollte ich euch einfach nur nochmal zeigen. Jetzt dürften trotzdem, glaube ich, alle durch sein. Ihr seht, ich kriege immer nur eine Benachrichtigung, wenn ich rausgehe und wieder reingehe, dann kommt plötzlich was von einem Raid, dann kommt plötzlich was von einem Aufstieg, dann kommt plötzlich was von Pokémon braucht einen Snack, irgendwas. Es läuft aber nicht von alleine durch. Es läuft nicht flüssig durch. Es macht gar nichts. Das ist ein Bug, meiner Meinung nach. Und ich habe das letztens bei meinem großen Account auf dem anderen Handy schon gehabt, nach dem Raid. Ich habe ein paar Hyperfreunde aufgemacht und habe keine Punkte bekommen. Es kam nicht mal die Animation. Es gab keine Punkte. Mein Glücksei ist ausgelaufen. Ich habe nichts bekommen. Keine Punkte, kein gar nichts. Jetzt habe ich auf einem anderen Handy, bei einem anderen Account, den ich aufleveln wollte, dasselbe gehabt. Und das kann doch nicht an mir liegen. Und viele Leute haben mir berichtet, sie kennen das. Es hat das nicht gezählt, es hat das nicht gezählt. Wieso ist das nicht bekannt? Wieso kümmert sich da keiner drum? Wieso sagt Niantic, nö, wir haben es überprüft. Du hast auf jeden Fall alle Punkte bekommen. Deswegen habe ich ja auch jetzt, wenn ich 2 Geschenke öffne, kriege ich natürlich 10 Sachen gut geschrieben, die ich schon vor 2-3 Tagen geöffnet habe. Und das sind keine, die meine geöffnet haben, das sind welche, die ich auch geöffnet habe. Aber weil nichts kam, ich die App zugemacht habe, weil mein Ei schon zu Ende war und jetzt erst bei einem neuen Ei ich mich traue, den Bildschirm immer auf und zu zu machen in der Hoffnung, dass hier immer noch Punkte reinkommen. Aber das ist doch keine Art zu spielen. Immer Home App. Jetzt sind theoretisch alle durch. Das Problem ist, ich habe vorher nicht geguckt. Ich sehe aber hier zum Beispiel dieser Critics vor mehr als 2 Tagen aktiv. Ich glaube nicht, dass der ein Geschenk schickt. Ich habe ihm schon eins geschickt. Bis der mal aus dem Arsch kommt, dauert es. Das heißt, wir löschen den direkt und nehmen lieber einen hier aus der neuen Liste mit auf. Konstin, Ruppersch, da weiß ich auf jeden Fall, die sind aktiv. Wir wollen aber fair bleiben. Die stehen ja alle an und wir nehmen natürlich den von unten an, den der zuerst geschickt hatte von diesen Leuten, die jetzt da sind. Und das ist hier wohl Aiho90, nehmen den an und der dann 24 Stunden Zeit sozusagen ein Geschenk zu schicken, dass ich da aufleveln kann. Den meisten ist Stufe 1 eh egal. Die könnten aber helfen, den Account mit hochzuziehen. Hier, Dayman91. Ich kann ihm nichts schicken, ich habe ihm schon längst was geschickt, er macht nicht auf, er schickt auch selber nichts. Also löschen wir den auch. Ich gehe das dann immer gemütlich durch und wenn ich sehe, dass manche da ein paar Tage nicht aktiv waren oder da nichts mehr kommt, habe ich immer wieder die Möglichkeit, hier einen neuen anzunehmen, einen neuen mit reinzunehmen, einen neuen die Chance zu geben. Denn wenn erstmal die Level 2 Aufstiege kommen, dann regnet es so massig EP, dass der Logger auf 30 kommt. Und das ist ja der Account, den ich dann verlosen möchte an euch. Das Video für den Account, was auf dem Account drauf ist, wie der Account sonst so aussieht, das kommt aber erst am Dienstag, deswegen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Der Support, der steht auf dem Schlauch, der Support, beziehungsweise der Support hört gar nicht richtig zu, der Support nimmt das nicht ernst. Erst sagen sie, du hast doch die Punkte erhalten, was willst denn du? Dann sagen sie, ach, wir haben drauf geguckt, das war alles normal, du hast da 6 Geschenke geöffnet und hast 6 Punkte bekommen. Und wenn ich sage, ich habe 30 geöffnet und ich habe am nächsten Tag auch 30 geöffnet, wieso sollte ich rein und sollte nur 6 Geschenke öffnen mit Glücksei? Es ist klar, dass ich immer 30 geöffnet habe und dann durch das Rumwühlen vielleicht mal 6 bekommen habe, aber der Rest war einfach nicht da. Aber das glaubt dir natürlich keiner. Das glaubt Niantic selber nicht, das glauben die Leute in der Facebook-Gruppe nicht, das glaubt nur die Community, weil die Community ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt,
Wenn ihr was öffnet, wenn ihr einen Aufstieg habt, der euch nicht angezeigt wird, weil das Notification Cap fruchtet und zu viele Benachrichtigungen da sind und das abbremst, geht einfach über den Home-Button in euer Handy, Haupt-Home-Menü, wie auch immer, und zurück auf die App, ohne die App zu schließen. Die muss im Hintergrund laufen und dann müssten die Punkte eigentlich angerechnet werden. Das ist total simpel, das ist einfach. Eigentlich ist es umständlich, wenn man dann 50 Sachen hat und es immer nur einen anzeigt und man dann wieder raus muss und wieder rein. Aber danke auf jeden Fall an Dulli Squad, der mir auch eine Sprachmemo gemacht hat dazu, der mir das erklärt hat, der mir das gesagt hat. Also ohne den hätte ich so viele Punkte verloren und das sind ja nicht meine Punkte, im Endeffekt sind das ja eure Punkte. Denn der Account geht ja an euch raus dann, wenn der ein bisschen gelevelt ist. Und ich wollte euch ja einen guten Account geben, der wenigstens schon ein bisschen was geschaffen hat mit eurer Hilfe. Das war es aber von meiner Seite aus. Wer das kennt, wer auch damit Probleme hat, nutzt das mal, probiert das mal so aus. Ich hoffe, das hilft euch. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vor Ort, euer Ramses. Jetzt muss ich nämlich noch zum Sikrom Raid, der hier am Dino ist, den ihr da seht. Der Gefer hat nämlich gefragt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, wie Manns Haulwurf.